Ja, willkommen zum zweiten Parkbank-Tutorial. Heute versuchen wir, unsere Bank Parkbank fertig zu machen. Zu UV Umwrappen, zum Bereitstellen, zum Texturieren. Und wenn wir noch genügend Zeit haben, dann werden wir sie auch texturieren. Texturieren zwei Sachen, entweder mit Procedural Textures, das heißt, wir geben etwas Farbe drauf mit dem Node von Blender, oder die klassische Texturierung mit Texturen, die wir importieren und dann am Modell hinzufügen. Ich bevorzuge für diese Texturierung ein anderes Programm, Substance Painter, um die Texturen zu machen und dann exportieren und im Blender wieder importieren und hinzufügen. Es gibt auch die klassische Methode, den UV-Layout zu exportieren in Photoshop und dann in Photoshop die Texturierung zu machen. Ist aber etwas komplizierter und schwerer. Und wie gesagt, ich bevorzuge das Programm von Allegorithmic Substance Painter. Man kann das downloaden und eine Studentenlizenz beantragen. Okay? Also, unsere Massen hier brauchen wir nicht mehr. Im Moment, und ich kann nicht wählen, weiß auch nicht wieso. Ah, ich bin noch im Edit-Modus, glaube ich. Manchmal spinnt mein Blender. Ah, ja, blöd. Ich habe sie hier. Ich habe sie hier gesperrt, die Maßstäbe. Also kann ich sie auch ausblenden mit diesem Icon da. Und da stören sie mich nicht mehr. Und jetzt gehen wir ins UV Umwrapping. UV Umwrapping, das heißt, ich muss die Textur von 3D auf 2D herausklappen, meine Textur draufschmeißen und Blender kalkuliert und rechnet nachher die Umwandlung zu 3D. Es ist so, wie wenn man eine Tüte nimmt, an der Seite schneidet und dann flach auf den Tisch legt und dann diesen Modell reinlegt und das Papier wieder herumführt und zusammenschweißt. Okay, bevor wir das machen können, müssen wir Nähte an diesen Objekten hinzufügen, um das aufzuschneiden. Und dann können wir das UV umwrappen. Okay? Damit wir das machen können, gehen wir hier im UV Editing. Und dann klappt er mir dieses Fenster auf. Das ist das UV Editing Fenster. Das ist das 3D View. Ich könnte das auch umtauschen. Ich könnte sagen, hier, ich will mein 3D UV Port haben und hier mein UV Editor haben, wie ihr das am liebsten möchtet. Ich bin mir so gewöhnt, darum behalte ich das so. Auch hier kann man zoomen und machen. Und wichtig ist noch, dass diese Modifier apply sind, bevor wir beginnen, außer den Mirror Modifier. Den können wir lassen, dann müssen wir uns nur diesen Teil, die Nähte hinzufügen und wenn wir Apply machen, überträgt das zu diesem da. Also der Mirror und der Subdivision Modifier kann man erst am Schluss applyen, wenn man will. Und somit kann ich nur ein Teil
UV umwrappen und dann wird der andere automatisch übernommen. Okay, was ich hier noch festgestellt habe, meine Latte hier kann ich noch etwas hier oben verschieben. Perfekt. Also, beginnen wir mit dem UV Umwrapping. Das hier kann ich markieren und dann mit der Taste Forward Slash, also Shift 7 auf der normalen Tastatur oder das Slash auf der Numerik-Tastatur, kann ich mein Objekt isolieren, damit ich die anderen nicht sehe. Wenn ich wieder drücke, habe ich wieder meine Latte. Wenn ich nochmal drücke, dann habe ich mein Objekt alleine. Ich verkleinere das ein bisschen, damit man besser sieht. Und hier gehen wir im Edit-Modus, schalten mit 2 oder hier klicken auf Edge-Modus. Also hier übrigens immer 1 ist Vertex auf der normalen Tastatur, 2 ist Edges, 3 sind Faces und 4 ist hier für den UV-Editor die Insel, die Island. Und hier im 3D-Editor haben wir nur 1, 2 und 3. Okay, also wechsle ich im Edge-Modus mit 2. Und jetzt beginne ich meine Nähte hinzufügen. Und meistens macht man sie dort, wo man sie am wenigsten sieht, wenn man nachher rendert oder in einem Game, da wo man nicht unbedingt hinschaut, weil mit der mit den Texturen kann sein, dass man hier den Übergang sieht von dieser Seite zu dieser Seite hier, weil da die Naht erfolgt. Okay? Aber es gibt auch da Tricks, um das zu verhindern. Aber mit der normalen, klassischen Texturierung im Blender kann man das fast nicht, außer man benutzt Seamless, also nahtlose Texturen, aber das ist ein anderes Kapitel. Okay, also, ich habe mich entschieden, dass ich meine Naht für diesen Fuß da hinten mache und dann kann ich mit Alt und Linksklick meine ganze Naht markieren. Wenn das nicht funktioniert und man sollte das überhaupt immer machen, auf Vertex, wenn man fertig ist mit Modelliert, auf Vertex gehen, alles anwählen mit A. Ich schalte noch meine Screencast Key, damit ihr seht, was ich mache da unten. So. Und dann, wenn alles markiert ist im Vertex-Modus, kann man hier mit Alt-M, wie Martha, sagen By Distance. Und dann meldet hier unten, ob er irgendwelche Vertex gelöscht hat oder zusammengeführt. Das habe ich schon gemacht, darum gibt es keine mehr zum Zusammenfügen. Aber wichtig, dass man das macht, sonst hat man doppelte Geometrie und das ist nicht gut. Okay, also, jetzt machen wir das weiter oder nochmals diese wählen. Und hier hat er mir alles gewählt bis dahin. Mehr kann er nicht, weil er weiß nicht, soll ich links oder rechts. Aber das brauche ich, diese Edge nicht. Aber mit Shift, Alt und Klick, ich brauche diese rundherum. Das heißt, hier rundherum gibt es eine Naht und hier bis dahinten. Wenn ich das habe, kann ich mit Ctrl E, kann ich Mark Seam wählen oder ich kann das auch mit Rechtsklick und Mark Seam, wenn ich im Edge-Menü bin, wenn ich im Vertex-Modus bin, dann erscheint das nicht hier, also muss ich im Edge-Modus, weil das Nähte gibt es nur mit Edges. Und wenn ich ganz faul bin, wie ich, man kann rechtsklicken, hier drauf gehen, nochmal rechtsklicken und dann Add to Quick Favorites. Hier steht Remove, weil ich das schon drin habe. Also Add to Quick Favorites und dann mit der Q-Taste
wie Quadrophon kann man hier diese Befehl aufrufen. Das kann man mit jeglichen Menübefehlen einfach rechtsklicken und sagen Add to Quick Favorite. Okay? Gut. Bei euch sind diese Farbe in Rot. Ich habe sie geändert, weil Rot und andere Farben stören sie sich. Also hier kann man in die Preferences oder hier Edit Preferences. Also ich habe das hier hingestellt. Das könnt ihr auch statt immer Edit Preferences könnt ihr hier drauf gehen. General Modeling doppelklicken. Also ich schreibe Einstellungen für euch und dann kann ich hier mein Fenster wählen und Preferences und jetzt kann ich hin und her schalten und habe nicht ein extra Menü. Okay, ich lösche mir das wieder, weil ich das hier habe. Dann geht ihr auf Teams, 3D View und dann Edge Seam könnt ihr hier irgendwelche Farbe wählen. Ich habe mir diese grüne Farbe gewählt, weil sie mir schön entgegenstrahlt. Okay, also, jetzt mache ich die zweite Naht. Ich nehme die für die Lehne. Auch hier lösche ich mir diesen da und mit Shift-Alt-Klick wähle ich diese rundherum. Und Quick Favorites, Mark Seam oder Rechtsklick, Mark Seam. Wenn ich hindurchschauen mit Wireframe, also Z und Wireframe wählen, dann sehe ich hier, ich brauche hier rundherum keine zu machen, weil ich die Fläche gar nicht hinzugefügt habe, als wir das modelliert haben. Also hier ist es leer, man sieht sie nicht und man spart Polygone. Okay, dann muss ich noch diese da hinten, dann mache ich es mir auch. Diese lösche ich mit Shift-Klick und mit Shift-Alt-Klick wähle ich mir die da oben und da unten muss ich das gleiche machen. Shift-Klick, Shift-Alt-Klick und Q-Mark-Seam. Übrigens, das Mark-Seam ist auch hier in diesem Menü Edge Mark-Seam. Es gibt drei verschiedene Varianten. Okay. Somit habe ich diese muss ich noch. Also Alt-Klick. Und da habe ich keine Fläche und da habe ich keine Fläche. Also Q-Mark-Seam. Und ich habe gesehen, dass ich hier diese da noch etwas herausragt von weitem weg. Also kann ich sie skalieren nach X, etwas nach innen. Und dann passiert das nicht mehr. Okay. Vielleicht muss ich das hier auch noch machen. Obwohl, das sieht gut aus. Okay, wenn wir soweit sind, haben wir unsere Nähte gestellt. Das heißt, hier trennt er diesen Deckel weg für die UV-Umwrapping. Und hier macht er eine Naht und dann kann er das Material so umklappen. Für das UV-Umwrapping gehen wir auf UV-Editing. Voilà. Und jetzt etwas ganz, ganz, ganz wichtig. Wenn wir im Objektmodus gehen und hier auf Item sind, dann sind meine Skalierwerte nicht kongruent. Das heißt, sie sind nicht auf 1 gestellt, sondern haben verschiedene
zahlen werde das, weil ich wahrscheinlich geskillt habe im Objektmodus. Also muss ich das zuerst zurücksetzen. Falls Rotation auch irgendwelche Zahlen drin hat, dann könnte man sie auch zurücksetzen. Für das markiere ich mein Objekt, Ctrl-A und dann Rotation und Scale. Und wenn ihr euch achtet, das wird auf 1 zurückgestellt. Also Rotation und Scale, jetzt ist alles auf 1 und ist korrekt. Das ist sehr wichtig, das muss man immer achten, dass diese Werte auf 1 sind. Dann gehe ich im Edit-Modus, drücke die A-Taste, um alles zu wählen, und dann hier drücke die U-Taste für UV-Unwrap, also da geht dieses Menü auf, und mache ein UV-Unwrap. Und dann hat er mir jetzt diese verschiedenen Teile so rausgeklappt. Damit ich weiß, welche Fläche zu welchem Teil gehört, kann ich hier mit 4 auf der normalen Tastatur oder diesen Icon klicken und dann hier drauf. Und dann kann ich mit Tabulator-Taste oder mit dieser Taste kann ich hier klicken und dann hier die Fläche wählen, hier irgendwo klicken und dann mit L wie Ludwig und dann sehe ich, diese Fläche gehört zu diesem Fuß. Und da war die Naht, also er hat das so aufgeklappt, damit ich eine flache Textur oder Koordinate bekomme. Und darauf kann ich dann meine Textur legen. Wenn ich sehen will, was diesen Fuß zu welchem UV gehört, dann kann ich hier irgendwo klicken und auch mit L und dann sehe ich, das gehört zu diesem da. Okay. Wenn ich sehen will, wie die Textur ungefähr aussieht, kann ich hier auf New, dann sage ich UV Layout, könnte irgendein Name sein, 1024 mal 1024 ist etwas wenig für so viel, dann wechsle ich hier auf 248. Übrigens im Blender kann man auch mal machen, also 1024 mal 2 und er rechnet das sich selber, das geht. Alpha brauchen wir nicht, weil wir keine transparente Farben haben. Und dann wichtig hier, Blank, kann ich ein UV-Grid wählen und dann OK drücken. Und dann hat er mir, wenn ich rauszoome, diesen Checkerboard, so wie man das in der Fachsprache nennt. Und wenn ich hier jetzt in Edit-Modus gehe und hier auf Material, Viewport Shading setze, dann würde mir das darstellen. Ich muss aber zuerst diese Material erstellen, also hier auf Material, New. Ich wähle hier unten auf diesen Kreis bei Base Color, klicke ich, wähle Image Texture und dann hier kann ich wählen, was ich hier neu erstellt habe. Also draufklicken, UV Layout und dann bekommt mein Fuß diese Textur da drauf. Und so sehe ich, dass diese ziemlich uniform sind, also die haben mehr oder weniger die gleiche Größe, quadratisch. Hier hinten ist sie etwas gestretched, könnte sein, dass hier paar Artefakte auftauchen, obwohl hier sieht man eindeutig,
hier ist die Naht. Und darum gibt es einfach solche kleine Fehler. Aber wenn man texturiert, das wird man kaum sehen. Okay? Aber ich sehe, das ist ziemlich regelmäßig aufgetragen und das stimmt so. Wenn ich hier meine gespiegelte anschaue, ist genau gleich und das gefällt mir so. Gut. Wenn ich so weit bin, gehe ich wieder mit dem Slash-Strich auf dem Numpad und dann komme ich zurück und sehe wieder meine, also komme aus der Isolation zurück. Isolation wäre der Coronavirus, ist auch gut. Und dann sehe ich meine Latte hier und mit meiner Latte gehe ich genau gleich vor. Ich gehe im Edit-Modus oder ich gehe mit Slash und isoliere sie. Ich gehe im Edit-Modus, im Edge-Modus mit 2 und dann kann ich hier überlegen, wo ich meine Nähte haben möchte. Ich nehme sie da hinten unten, also hier. Und jetzt muss ich mir überlegen, wie klappe ich das auf. Ich würde das so aufklappen. Also so. Und diese Fläche hier würde ich dann so ausklappen. Und für das muss ich die richtigen Schritte oder Einschnitte machen. Jetzt muss ich nur schauen, wenn ich das wegbringe. Ich weiß das nie. Ah, hier. Hier kann man das irgendwie machen, damit meine Zeichnung weg ist. Also. Machen wir hier einen Schnitt da unten, auch mit Alt und Klick hier und dann Alt und Shift-Klick hier, Alt und Shift hier, Klick, Alt und Shift-Klick hier. So klappt dieser da unten und diese kann da so sich entfalten. Das gleiche muss ich auf die andere Seite machen. Also ziehe ich wieder zurück. Ja. Und die gleiche Seite schneiden. Also hier. Dann mit Shift-Alt-Klick hier. Shift-Alt-Klick hier. Und wenn ich mir das hier auf Wireframe gehe. Wenn ihr die Wireframe nicht mehr seht, kann man mit der hier drauf gehen, nur mit der Maus drauf gehen und dann mit der Scroll-Taste kann man hier scrollen. Also im Wireframe sehe ich, diese habe ich gemacht und diese auch richtig. Kann ich jetzt mit Q, Mark Seam oder Rechtsklick, Mark Seam oder Edge Mark Seam. Okay. Dann schalte ich wieder im Normalmodus rum. Gehe aus dem Edit-Modus. Und diese Schrauben, die macht er selber. Man könnte auch hier sie, dass sie hohl sind, darunter könnte ich sie hier schneiden, aber ich glaube, er macht das richtig, man muss das probieren. Also wähle ich mit A alles und auch hier U und Unwrap. Und dann macht er irgend so was Blödes und das ist falsch und das ist, weil meine Scale-Werte wieder nicht auf 1 sind. Also auch hier in Objektmodus. Objekt markieren, Ctrl A, Rotation und Scale. Man kann auch nur Scale machen, wenn die nur die Scale-Funktion oder die Scale-Werte daneben sind. Ich mache das je nachdem.
Okay, wenn ich jetzt das Ganze markiere und dann Jovium Wrap und um Wrap machen, dann macht er das richtig. Falls ihr da etwas komische Form habt, bevor ihr irgendwas macht, erscheint hier unten diesen Menü und dann könnt ihr hier die Method statt Angle-Based auf Conformal und dann macht das etwas gerader. Aber das muss man probieren. Und je nachdem, was besser ist. Da macht das schön wunderbar. Hier unten sind die zwei Schrauben. Perfekt. Dann gehe ich aus dem Edit-Modus und ich bin soweit fertig und bereit zum das Duplizieren. Also gehe ich hier oben wieder auf Modelling. Ich gehe mit 3 in die Seitenansicht. Nimm mir diesen da und verschiebe es da oben. Ich rotiere das in der X-Achse bei mir. In etwas so und verschiebe es in etwa da. Dann mache ich mit Shift D ein Duplikat, verschiebe es hier, rotiere das ein bisschen, verschiebe das wieder, dass ich in etwa diesen Abstand habe und so weiter. Also ich pausiere mal jetzt das Tutorial, bis ich fertig bin und ja, ich lege alles hier und hier drauf. Das könnt ihr auch machen und wir hören uns später. So, nun bin ich fertig und habe all meine Latten so angeordnet, dass alles gedeckt ist. Man muss vielleicht hier etwas kalkulieren. Ich habe mir gedacht, ich stelle diese Latte da über die Lehne, damit man sich hier nicht verletzt und dafür muss ich diese da dann etwas umplatzieren, damit ich ungefähr die gleichen Abstände habe und das gleiche hier oben, dass sie ein bisschen überragt und dann etwas ausgleichen, damit in ungefähr die gleichen Abstände sind. Aber nichts ist, wie sagt man, so genau auf dieser Welt. Okay. Ich habe hier vergessen, ein Bevel zu setzen. Das könnte man noch machen, bevor man alles macht, weil auch im wirklichen Leben keine 90 Grad Winkel gibt, sondern sind immer etwas abgerundet, sonst würde man sich immer verletzen. Aber das habe ich jetzt nicht gemacht. Das könnten wir ein anderes Mal machen. Oder jede einzelne Latte hier wählen und dann ein Bevel Modifier hinzufügen und hier etwas beveln. Das geht gar nicht. Wieso? Meine Werte. Ah, weil hier die Rotation wieder. Nicht stimmt, also muss ich auch Rotation zurücksetzen und erst dann würde das funktionieren. Geht auch nicht. Weiß auch nicht, wieso das jetzt nicht geht, aber. Schnell schauen, ob doch hier geht es. Wieso geht das nicht mit dem normalen? Ah, weil hier auf Engel, da muss ich hier unten auf Engel gehen, damit hier Blender das selber rechnet. Und dann kann ich hier mit der Maustaste, mit Shift und Maustaste, kann ich kleinere Schritte machen. Und dann hier unten stelle ich auf 4 Segmente. Das heißt, wenn ich reingehe,
oder die Wire-Anzeige, dann sieht man hier die Segmenten. Und ich nehme immer 4, damit ich hier in der Mitte meine Naht setzen kann, falls nötig ist. Aber die ist schon gesetzt hier. Perfekt. Also, man könnte das machen. Ich lösche das wieder. Das macht man normalerweise dann, bevor man UV umwrappt. Okay? Gut, oder bevor man sie dupliziert, dann muss man nur die Arbeit einmal machen. Soweit, so gut. Wenn ich fertig bin, kann ich alles mit A wählen, im Edit-Modus gehen und dann auch alles wählen, hier auf UV Editing gehen und jetzt sehe ich nur eine Latte. Wenn ich aber jetzt nochmals ein UV, also ein Umwrap mache, dann hat er mir alle Latten jetzt so auseinandergelegt. Das sind die Äder einzelne, aber die Füße sind hier überlappt und das will ich nicht. Also, ich markiere auch hier alles mit A. Ich kann das ausschalten, die Synchronisation zum anderen Fenster. Wähle hier diese Island, UV Section Island. Drücke A, um alles zu wählen. Gehe hier auf dem Menü UV und sage Average Island Scale. Bevor ich das mache, möchte ich das erklären. Mit diesem Befehl rechnet Blender aus den Durchschnittwert der Größe von dieser Latte zum Beispiel zum Fuß. Und verkleinert oder vergrößert diese Fläche hier, damit alles in Relation steht. Nicht, dass dieser Bein größer ist als die Latte für die Textur. Es wird etwas kompliziert, aber beim Texturieren redet man von Texel Density und die Texel Density ist nicht anders als wie viel Platz habe ich auf einem Quadratzentimeter und diese Texel Density kann ich ändern, dass sie kleiner ist oder größer ist. Und ich kann hier eine Textur drauflegen und dann mein Objekt, mein 2D-Objekt hier vergrößern und verkleinern. Je mehr, dass ich es vergrößere, umso weniger scharfe Texturen haben oder umso scharfe Texturen habe, ich weiß es nicht mehr genau. Und wenn ich skaliere nach unten, werden die Texturen ausgewaschen und unscharf. Darum versucht man immer große Texturen zu nehmen und kann immer noch mein Zeug skalieren. Nichtsdestotrotz, wir gehen hier und versuchen das ausrechnen zu lassen, also über UV und dann Average Island Scale. Und jetzt sieht er, jetzt hat er mir diese vergrößert und diese verkleinert, damit sie in Relation stehen. Und dann mit allem gewählt wieder gehe ich hier und sage UV Pack Island. Und mit diesem Befehl Blender schmeißt alles in diesem 0 zu 1 Fenster rein, das muss er auch, dreht mir aber Teile, damit er da reinpassen kann, das will ich nicht, ich will dieses Rotate nicht machen, also ich möchte diese alle in der gleichen Richtung haben, ich kann das zwar immer noch rotieren, wenn ich will. Und hier unten mit dem Margin gebe ich 0,015 rein. Das ist etwas zu viel. 0,005. Und diesen Wert gibt diesen Abstand zwischen Insel und Insel.
Ich darf nichts überlappen, ansonsten habe ich hier Fehler in der Textur. Also gebe ich diesen Wert an und versuche auch diesen Quadrat so gut wie möglich auszufüllen. Wenn ich nur die Hälfte habe, dann muss die Grafikkarte viel mehr rechnen, weil hier noch freie Platz hat. Okay? Wenn ich soweit bin, gehe ich wieder darüber und jetzt schmeiße ich wieder meine Textur drauf. Ich massiere wieder in Textur, damit ich diese Quadrate auch sehe. Also muss ich all diese da ohne die Füße wählen und hier New Base Color Image Texture und dann wähle ich auch hier mein UV Layout. Und dann macht er nur eine, das ist eine Eigenschaft von Blender. Dann mache ich es anders. Ich wähle all diese außer die untere. Und dann mit Shift diese da. Dann Ctrl L und wähle hier Material. Und dann kopiert er all Material. Wichtig ist zuerst diese ohne Material und dann mit Shift die mit dem Material und dann Ctrl L und dann wird das Material auf die anderen übertragen. Und auch hier sieht man, sind alle schön uniform quadratisch. Das stimmt. Perfekt. Und nun geht es am Texturieren. So, für das Texturieren müssen wir diese Ansicht ändern, gehen wir hier im Shading. Da sollte ich mein Modell sehen. Wenn das nicht der Fall ist, dann wählt man irgendeine da, geht man in Shading und drückt die Punkttaste auf der numerischen Tastatur. Dann zoomt er alles rein. Perfekt. Und jetzt sehe ich hier die Texturnodes da unten. Da sehe ich diese UV Layout, diesen Checkerboard ist drauf. Ich möchte das aber ändern und dann kann ich diesen Node markieren hier und mit der Entfernen-Taste wegnehmen. Da sehe ich, jetzt hat er die Farbe weiß. Ich möchte das aber etwas dunkel machen. Und dann gehe ich hier, ich lasse das so wie es ist, auf weiß und gehe mit diesem Regler etwas nach unten. Voilà. So sind meine zwei Füße in schwarzer Farbe. Ich sage hier, es ist Metallic, also drehe ich meinen Regler nach 1 ganz. Und die Roughness, das ist hier da, um es Spiegel zu machen. Wenn ich das so ganz auf 0 stelle, dann spiegelt meine Umgebung hier drin. Das ist ein Bild im Hintergrund von einer Umgebung, das Blender automatisch drin hat. Man kann das auch wechseln. Wenn ich mit der Roughness raufgehe, dann wird er matt und darum lasse ich das in etwa bei 0,3, damit er etwas matt ist. Spiegelt immer noch ein bisschen, aber nicht so wie Chromstahl oder so. Ich kann auch hier mit der Specular, die Specular gibt etwas mehr Licht dazu, reflektiert mehr. Und wenn ich nach unten gehe, dann ist er ganz matt. Und ich gebe in etwa 2. Okay. Perfekt. Nun, wenn ich das so belasse, wenn ich mir das näher anschaue, ist das relativ öd, diese Farbe. Ich möchte etwas Hammerschlag dazu geben. Und für das
klicke hier ins Leere, Shift A, Texture und wähle diese Noise Texture und platziere sie da. Dann brauche ich ein Bump Node. Ein Bump Node ist ein Node, der diese Erhebungen in der Farbe simuliert. Also gehe ich hier unter Vector Bump und platzieren da. Und dann verbinde ich diese Fuck-Ausgang, also hier draufklicken und draufbleiben und dann ziehen und ziehe es hier unten auf Height. Und mit der Normal auch klicken und ziehen und setze ich hier unten. Und dann nach einer Weile sieht man das, was er hier macht und ist komplett daneben. Und ich gehe hier mit dem Wert auf 350 in etwa. Dann sieht man schon hier, ja, es beginnt ein gewisser Hammerschlag dazu zu geben. Und mit der Strength Value hier gehe ich auf circa, sagen wir, 0,2 in etwa. Ich kann hier auch reinklicken und Punkt 2 wählen und somit habe ich etwas Hammerschlag drauf. Das ist eine Illusion, die Blender macht. Ich könnte auch etwas tiefer gehen, 0,1. Das sieht schon besser aus so. Und dann beim Beleuchten sehen wir das vielleicht besser. Okay, könnte auf Render gehen, aber ich habe noch keine Lampe dazu. Das heißt, ich belasse das. Okay, perfekt. Jetzt müssen wir noch die Latten da texturieren. Auch hier habe ich mein UV Layout, also diesen Checkerboard, den markiere ich. Nur diesen da und mit der Entfernen-Taste lösche ich das. Dann gehe ich hier hin und wähle mir ein Rot, etwas dunkler und auch hier sieht eher langweilig aus. Füge ich dasselbe, also eine Noise Texture und ein Bump Node und Vector und mache genau das gleiche, verbinde das mit Height und das mit Normal und dann skaliere ich das auf 350, diesen Vektor, und auch hier 0,1 in etwa. Und wenn ich hineinzoome, dann sehe ich fast die Pinselstriche. Es könnte auch noch weniger sein. Ich kann auch die Distance etwas runterschrauben, aber das ist eher schwer. Also belasse ich das auf 1. Bei manchen geht's, also bei 1. Und dann versuche ich da 0,05 zu gehen und das ist, ja, das sieht nicht schlecht aus. Das ist Procedural Texturing. Perfekt. Sieht gut aus. Ich kann jetzt im Modeling Tab rübergehen und hier auf Texture und voilà, meine Bank ist texturiert. Relativ einfach. Es geht mit Procedural Texturing, ich bin nicht der Spezialist, ich gebe das zu, mit Objekten, die relativ einfache Texturen haben, wo man nicht eine
externe Textur braucht, wie zum Beispiel, ich könnte da Wut, lass mal sehen, ich könnte auch sowas darüber gehen, einfärben und dann da drauflegen. Oder sowas. Das mache ich aber mit Substance Painter. Und das zeige ich vielleicht auch mit Photoshop, je nachdem. Okay. Soweit, so gut. Wenn ihr das mit Photoshop machen möchtet, da könnt ihr hier unter UV Editing könnt ihr alles markieren. Im Edit-Modus gehen, wieder alles markieren und dann könnt ihr hier auch alles markieren und im Menü Image, nee, das ist hier UV Export UV Layout. Da könnt ihr einen Namen vergeben, was ihr möchtet, PNG oder anderes, ich bin immer bei PNG und dann sagen wir Bank UV Layout, könnt ihr benennen, wie ihr wollt, und dann hier Export UV Layout. So, wenn ich nun mein Photoshop starte, dann sieht man diesen UV Layout. Muss das etwas kleiner machen für euch. So, hier. Dann kann ich open mein Layout und dann sieht das so aus. Und dann könnte ich hier zum Beispiel Wut könnte ich hier zum Beispiel diese eröffnen. Das geht hier so nicht. Also muss ich wieder open. Nee, könnte ich platzieren. Place Embedded. Ich habe übrigens meine Programme immer auf Englisch. Das habe ich mir so angewöhnt. Seit bald 30 Jahren. Kann ich diese wählen, Place. Und dann könnte ich hier raufgehen. Man sieht das fast nicht. Ich könnte auch hier die Layer wechseln, dann sehe ich das besser. Etwas reinzoomen. Und dann sehe ich hier mein Holz. Den kann ich mit Ctrl T in Photoshop kann ich hier anpassen. Muss schauen, dass hier gedeckt ist bis da an der Kante. Etwa so. Und wenn die Textur nahtlos wäre, dann könnte ich diese auch nehmen. Ups, war nicht das, was ich wollte. Da laufe ich immer drin. So, und dann kann ich diese so und so. 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 Und so. Und dann müsste ich nochmals, diese ist
ist teilbar. Und dann muss ich hier die Beine ausschneiden, also gehe ich hin, markiere alle meine und wähle hier diesen Teil weg, lösche es, es geht nicht, dann muss ich das zuerst zusammenfügen und dann kann ich es jetzt löschen. Und dann sehe ich hier dass ich alles gedeckt habe. Bis hier am Rand, etwas darüber, 1, 2, 3 mm darüber. Und so hätte ich meine Textur. Und dann kann ich das speichern. Also ich muss natürlich noch die Beine und die Schrauben mit einer anderen Textur versehen und kann das exportieren als PNG und dann hier im Blender unter Material hier Image Texture und dann könnte ich wählen Open. Ah, ich habe das nicht exportiert jetzt, aber ihr wisst schon, was ich meine. Und dann wäre diese Holztextur drauf. Aber wie gesagt, ich mache das lieber in Substance Painter, ist einfacher. Was ich noch vergessen habe, die Schrauben, die sind jetzt im Holz. Die muss ich jetzt etwas anders behandeln, weil sie nicht einzelne Objekte sind. Also für das gehe ich hier, mache das etwas größer. Ja, jetzt habe ich einen Scheiß gemacht, aber spielt keine Rolle. Machen wir das noch schnell. Shading. Von dieser da und da habe ich irgendeine rote Farbe genommen. Diese Image Texture muss ich löschen. So, ich hatte irgend sowas mit dem Hammerschlag oder Pinselstrich. Okay. Perfekt. Und wenn ich das habe, dann muss ich hier nur die Schraube wähle. Wenn ich mit L darüber gehe, dann markiert er mir alles. Das will ich nicht. Ich will nur diese Schraube wählen und nicht das rechts vom Holz. Also gehe ich mit der Maus drauf und drücke L. Also nicht mit der Maus klicken, sondern nur drauf zeigen und mit L und dann markiert er das einzelne Objekt. Und dann kann ich hier ein Material hinzufügen mit Plus. Und dann New und dann sage ich Assign. Assign, das heißt, er fügt diesem Material nur diese Schraube zu. Und dann kann ich hier unten meine Schraube etwas dunkler machen. Ich kann sie metallic machen, also so. Und die Roughness etwas nach unten. Wenn ich im Objektmodus gehe, dann sehe ich, wie sie reflektiert. In etwa so. Ist vielleicht etwas dunkel. Also machen wir sie etwas heller. Und dann kann ich auch diese Farbe an allen anderen hinzufügen. Damit es besser geht, markiere ich alle meine Latten und füge sie zusammen zu einem Objekt. Das geschieht mit Ctrl J. Jetzt ist alles ein Objekt. Das heißt, wenn ich das markiere, markiert er mir alles. Ich gehe im Edit-Modus, selektiere weg alles und dann gehe ich hier mit L, 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 L. L, 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 L,
L. Aufpassen, dass man nicht daneben wählt, sonst wählt er die Latte. Also hier und hier. Und wenn ich so weit bin, gehe ich wieder in meinem Material Panel, schaue, dass ich hier auf diesem Material bin für die Schraube und klicke Assign. Und nun sind sie jetzt alles in Chrome und das gleiche müsste ich hier machen. Ich mache das jetzt nicht aus Zeitgründen, aber somit hätten wir unsere Bank fertig modelliert, texturiert, UV umwrappt. Und das nächste Mal zeige ich schnell, wie man sie präsentiert, ein Rendering machen, damit man sie gut darstellen kann für eine Webseite, Prospekt oder weiß ich was. Okay? Es ist etwas länger gegangen, 55 Minuten, 56 Minuten. Meine Tutorials sind etwas länger, aber dafür ausführlich. Ich hoffe, dass ihr alles mitmachen könntet und wünsche euch viel Spaß. Wie immer, subscriben, liken, wenn das euch gefallen hat und wenn Fragen auftauchen, bitte im YouTube-Kanal stellen oder auf meinem Discord-Server. Ich werde das in den Kommentaren noch verlinken. Ich wünsche euch viel Spaß. Tschüss, bis zum nächsten Mal.